Peace, hallo, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Mai 22 war mein letztes Video, das sind ein Vierteljahr her, das ist unfassbar lang. Für mich jetzt ungewohnt wieder vor der Kamera zu sitzen. Ich habe ein Vierteljahr wirklich gar nichts gemacht, was das betrifft. Weder irgendein Video aufgenommen, noch Audio, Spuren, noch irgendwas. Für mich ist es wieder befremdlich, vor der Kamera zu sitzen und in dieses Gerät reinzulullen. Hat sich viel geändert oder hat sich einiges geändert und ich würde mal so einen kleinen Einblick geben, den ich oder was sich jetzt alles so ein bisschen verändert hat bei mir. Ich möchte mich erstmal bedanken für alle Abonnenten, die noch da sind. Das ist für mich ein bisschen unbegreiflich, dass über 3000, ich müsste mal nachschauen, 500 oder so ungefähr, noch da sind. 300 sind gegangen in den letzten eineinviertel Jahre und das ist eigentlich sehr erschreckend wenig. Ich hätte mit viel mehr gedacht, mit viel mehr gerechnet, dass mehr Leute weggehen, durch das, dass kein Content mehr kommt. Andererseits, wenn ich so reinschaue in YouTube, es gibt nur noch ganz wenige Kanäle, die wirklich Content bieten. Sehr viele bieten eigentlich nur noch Müll. Und erstellen nicht mal mehr eigenen Content, sondern kopieren irgendwas raus und machen ein Best-of oder ein React oder sonst irgendwas. Das war ja auch einer der Gründe, warum ich aufhören wollte oder aufgehört habe. Weil ich keinen eigenen Content mehr bieten konnte, den die Leute irgendwie erreichen und mich erreichen. Ja. Ich bin mein größter Kritiker, da könnt ihr wetten drauf. Und für mich ist es ungewohnt, wieder vor der Kamera zu sitzen. Das ist alles noch ein bisschen stockig wieder. Eine Vierteljahre Pause ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Habe auch das erste Mal wieder so ein T-Shirt an, nach einer Vierteljahre. Und es passt noch. Es ist ein bisschen kurz geworden, glaube ich. Und zwar sind jetzt vielleicht ein bisschen enger, ja, wäre möglich. Aber für die Kamera geht es noch. Man kann kaschieren, wenn man da so da sitzt. Was ist passiert? Erstens mal habe ich mich ein bisschen verwundert über die Anzahl der Videos, die auf meinem Kanal noch geschaut werden. Interessant ist, dass ich in den letzten 28 Tagen über 2600 Aufrufe gehabt habe noch. Und das ist schräg, finde ich, weil das ist seltsam für mich. Jetzt geht die Sirene wieder mal. Wir haben hier gleich die Autobahn. Also wird wieder was auf der Autobahn passiert sein. 2600 Aufrufe. Das zieht sich eigentlich schon die ganze Zeit so durch und das ist ein bisschen strange für mich. Interessant ist, dass, ich blende es euch ja mal ein, interessant ist, dass was denn am meisten geschaut wird in den letzten 28 Tagen. Und da haben wir hier in dem Fall die ENBW Ladekartennutzung. Das ist einer der wenigen E-Themen, die bei mir noch geschaut werden. Das wundert mich, weil die waren die letzten Monate nämlich nicht mit dabei. Und dann kommen eigentlich nur noch Motorradvideos, die geschaut werden. Yamaha MT-01, Gott hab sie selig, ich habe sie verkauft, weil ich fast nicht mehr Motorrad fahre. Und wenn, dann nur noch mit alten Japanern, also ganz alten Japanern. Dann die Zero ist noch mit dabei, das ist E, aber auch Motorrad, Yamaha MT-01 und dann die CB400N ist erstaunlicherweise auch verhältnismäßig oft geschaut worden. Für mich
zeigt es, dass die E-Mobilität jetzt mit dieser Ausnahme mit den Ladekarten schon ja, zurückgeht. Ja, also das war ja auch der Grund, warum dass ich jetzt ja, aufgehört habe, weil gerade in der E-Mobilität eigentlich nichts mehr passiert, außer irgendwelche Autos, die neu rauskommen, die noch größer, noch stärker, noch schwerer sind. Für mich geht die E-Mobilität einen falschen Weg. Und ich habe mich jetzt e-mobilitätsmäßig auch nochmal verändert. Meine Frau hat einen Hyundai Kona, also jetzt nicht das neueste Modell, sondern also das neue alte Modell oder das alte neue Modell. Vorteil, dass der einen Dreiphasenlader hat. Der Vorgänger hat den nicht gehabt, das war eigentlich der Grund. Und ich habe mein Soul auch hergegeben, Gott hab ihn selig. Wirklich ein tolles Auto, aber ich wollte auch vom Einphasenlader ein Photoshop-Demo weg auf einen CCS und einen Dreiphasenlader. Und das ist jetzt ein Niro geworden. Auch nicht das neueste Modell, sondern auch der neue alte oder der alte neue. In Yachtblau. Für mich die schönste Farbe, was das Auto betrifft. Ich habe das gemacht, weil ich hoffe ich mal in 2 oder 3 Jahren ein neues Auto bekommen werde, das ich schon bestellt habe. Und zwar letztes Jahr schon. Und das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, den Kanal nochmal in die E-Mobilitätsschiene zu stecken, weil das Auto verhältnismäßig unbekannt ist und wahrscheinlich auch nicht viele Autos fahren werden. Und es ist kein Lucid mit 1000 PS und es ist kein Tesla mit 600, 700, 800, 900 PS. Es ist auch kein irgendwas mit 2800 Kilo oder sowas. Aber es ist für mich eher die richtige Möglichkeit oder der richtige Weg, für mich der richtige Weg, den die E-Mobilität gehen kann. Vielleicht sogar gehen sollte. Und ich habe hier ein kleines 3D-Modell, das ich mir selber mal ausgedruckt habe. Ich sehe gerade, es ist verstaubt. Und zwar wird es dieses Auto sein. Dieses Auto ist kein Auto, sondern offiziell gilt es als Motorrad. Und die Kenner unter euch sollten es vielleicht schon erkennen, auch wenn man es nicht so richtig gut erkennt. Lass mal schauen. Ja. Es ist ein Aptera, und zwar ein Aptera, der vor ungefähr 2 Jahren vorgestellt worden ist. Habe ich den das erste Mal gesehen und war sofort begeistert und habe das Auto vorbestellt. Habe auch eine Anzahlung gemacht, nicht viel. Ist nicht so wie bei Sonos Motors, da musst dein ganzes Geld investieren müssen, sondern es ist ein amerikanisches Modell, es ist ein amerikanisches Startup-Unternehmen und die machen sehr viel richtig. Mal schauen. Die haben jetzt letzte Woche das Gamma-Modell gezeigt, also so das verkaufsfertige Modell. Wollen nächstes Jahr mit der Produktion anfangen. Die Produktionshalle steht schon und wird gerade eingerichtet. Über 40.000 Bestellungen sind dann schon da, 44.000 glaube ich. Und ich bin laut Online-Recherche, die ich auf der Seite gemacht habe, die Nummer 7 in Europa, die das Teil bestellt hat. Gibt es in verschiedenen Varianten. Einmal nur mit Frontantrieb, dann hat er 150 PS. Einmal mit Allradantrieb, also Dreiradantrieb, dann hat er 204 PS. Aerodynamik extrem gut, und zwar 0,13 CW-Wert soll er haben. Radnabenmotoren soll er haben, 3 Stück. Das heißt, er ist sehr effektiv, was das betrifft, mit Rekuperation und mit der Schleppbewegung vom Motor. Er hat keine Umlenkrollen drin, keine Kardanwellen und so weiter. Und deswegen ist er recht effektiv, was das betrifft. Er soll in 4 Varianten kommen, einmal mit 250 Kilometer Reichweite, einmal mit 600 Kilometer Reichweite, einmal mit 1000 Kilometer Reichweite und einmal mit 1600 Kilometer Reichweite. Die hat dann 100 Kilowattstunden Batterie drin. Am Anfang wird es nur die mittlere geben, also mit 600 Kilometer Reichweite und da soll ein 42 Kilowattstunden Akku reinkommen.
mit dem man dann 600 Kilometer kommen soll, über 600 sogar. Warten wir mal ab, ob das also stimmt, weil diese Angaben sind genauso wie die anderen Angaben von anderen Herstellern. Mein Niro hat jetzt eine 65er Batterie drin und ich komme 550 Kilometer ungefähr weit im Sommer. Er wird Solarpanels haben, einmal vorne an der Motorhaube, da ist nichts drin, da ist die Elektrik drin, also die Elektrikhaube vorne, einmal am Armaturenbrett selber, einmal am Dach und einmal hinten an der Heckklappe. Und es soll 700 Watt bringen bei Sonne. Und die sagen, in Kalifornien soll er da um die 40 Meilen am Tag wieder rückgewinnen können. Jetzt haben wir hier nicht Kalifornien und momentan regnet es auch, aber wenn es 10 Kilometer, 12 Kilometer, 15 Kilometer am Tag sind, wenn das Teil in der Firma am Parkplatz steht und dann die Sonne drauf scheint und ich mit mehr losfahre, als ich gekommen bin, obwohl er nicht dran steckt, ist doch das schon mal was. Also, das wird das neueste Projekt. Ich bin auch mit E-Mail-Kontakt mit dem CEO. Stehe ich momentan und wir versuchen da noch ein bisschen mehr rauszukriegen und als deutscher Kanal da noch mal ein bisschen, ja, das Fahrzeug auf Neudeutsch promoten, zu werben dafür, weil ich denke, das ist ein gutes Fahrzeug für mich. Es ist ein Zweisitzer, ich fahre zu über 95% allein mit dem Auto, also rein theoretisch könnte es sogar Einsitzer sein, hätte ich auch kein Problem damit. Aber so ein Zweisitzer hat recht viel Platz. Ich habe hier ein paar Videos, die ich so mit reinstelle. Habt ihr ja schon gesehen. Und ja, das ist im Endeffekt so das, was bei mir momentan passiert. Für mich auch wieder ungewohnt. Ich habe seit einem Vierteljahr meinen Rechner nicht mehr online gehabt, beziehungsweise angehabt. Ich habe den gestern Abend das erste Mal wieder eingeschaltet nach einem Vierteljahr und habe ihn erstmal updaten müssen. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wie das Schnittprogramm funktioniert. Wenn das Video rausgekommen ist, habe ich es einigermaßen hingekriegt. Ihr seht die ganze Konversation, die ich hier habe. Mein Monolog ist recht stolprig und holprig. Das ist, weil ich es einfach nicht mehr gewohnt bin. Das ist unfassbar, wie, ja, wenn man was eine Zeit lang nicht macht, das ist sehr ungewohnt ist und sehr holprig geht. Das soll nur ein kleines Hallo mal wieder von mir sein. Ein Dankeschön an euch, dass ihr immer noch so fleißig guckt und auch teilweise abonniert habt noch und auch nicht deabonniert. Weiß gar nicht warum, aber irgendwie schön. Und mal schauen, vielleicht kann sich mit dem Aptera-Thema wieder ein bisschen was auftun. Das ist für mich so ein bisschen die E-Mobilität oder ein Thema der E-Mobilität, die für mich wieder ein bisschen Feuer entfacht. Für mich wieder ein bisschen, da brenne ich dafür, für sowas. Und egal, was mit E-Mobilität und mit meinem Kanal jetzt weiter passiert, aber da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Da werdet ihr weiter informiert, was das Thema betrifft. Alle anderen E-Mobilitätsthemen sind für mich echt uninteressant geworden, nicht weil sie schlecht sind, sondern weil sie jetzt so normal sind wie Frühstücken. Apropos Frühstücken, ich habe hier noch heißen Kaffee, der schon immer ganz so heiß ist. Schreibt es mal in die Kommentare runter, was so die Themen sind, die euch interessieren, weil mir selber fallen eigentlich keine ein, aber vielleicht ist das auch bloß meine Ansicht. Vielleicht gibt es jede Menge Themen, die euch interessieren, die für mich ganz normal sind und die ich jetzt momentan halt einfach nicht sehe. Kann sein. Gut, das war's. Danke fürs Zuhören und ich wünsche euch einen schönen Tag. Servus, Glocker. Euer bisschen holpriger Focker.